So, hier eine Buchvorstellung. Morgen kommt ein neuer Himmel. Ja, wer hat das denn geschrieben? Oh Gott. Also den Namen, den kann ich gerade nicht lesen. Tut mir leid. Aber vielleicht könnt ihr den ja hier so sehen. Na, ich schreibe den auf jeden Fall in die Beschreibung des Videos. Auf jeden Fall geht es da um Träume, um Wünsche und um ein bisschen tagebuchmäßig. Ist es auch. Denn es handelt ja um eine Frau, die halt irgendwann in ihrem Tagebuch wieder stöbert und so eine Wunschliste wiederfindet, besser gesagt, die Wunschliste, also ihre Jugendwunschliste wiederfindet durch ihre Mutter. Ich glaube im Tagebuch oder durch irgendeinen Brief oder wie auch immer. Und die Mutter hat hinter diesen Wünschen immer was zugeschrieben, weil die Mutter diesen Wunschzettel gefunden hat und ihr dann irgendwie überreicht hat. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber auf jeden Fall ist das Buch, für mich war das sehr spannend. Ich habe es bis zum Ende gelesen, habe auch zwischendurch geweint, weil irgendwie habe ich nur gedacht, passt irgendwie gerade zu mir. Denn ja, wobei meine Mutter hat mir keinen Wunschzettel, den ich geschrieben habe. Ich habe ja auch keinen Wunschzettel früher als Kind geschrieben, eigentlich. Ich habe nur Tagebuch geschrieben. Irgendwas dahinter geschrieben. Und das Ende finde ich eigentlich auch ganz nett, weil ja, es hat irgendwie alles dann irgendwann funktioniert. Und deswegen habe ich gedacht, stelle ich euch das mal vor. Ihr könnt es natürlich selber irgendwie erwerben und kaufen oder lesen, wenn es euch interessiert. Ansonsten, ja, wünsche ich viel Spaß beim Lesen, welches Buch auch immer. Ciao.